Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Ellen Harrington und es ist mir eine große Ehre, Sie als neue Direktorin Ihres Deutschen Filminstituts und Filmmuseums zu diesem einzigartigen Abend mit meinem unübertroffenen Filmkünstler begrüßen zu dürfen. Ich werde gar nicht erst verzögern, Michael Haneckes herausragende Arbeit zusammenzufassen oder Ihnen zu berichten, was seine Filme für das Weltkino und für mich persönlich bedeuten. Ich bin sicher, dass auch jeder von Ihnen eine sehr persönliche Verbindung zu seiner Arbeit hat. In jedem Fall möchte ich Herrn Haneke danken für die immense Sorgfalt und Mühe, mit der er die Filme seiner Carte Blanche Reha ausgewählt hat, die Videoeinfüllungen, die er für jeden Einzelnen aufgenommen hat, sind Schätze und Sieg. Und zusammengenommen sind sie eine Masterclass. Ich möchte Sie einladen, sich so viele der Programme anzusehen wie nur möglich. Ausdrücklich möchte ich auch dem Freundeskreis danken, der diese Reihe unterstützt hat. Begrüßen Sie bitte nun meinen geschätzten Kollegen Urs Spuri, der uns durch den heutigen Abend führen wird, und Michael Haneke. Vielen Dank. Vielen Dank, Ellen Harrington. Michael Haneke, willkommen in Frankfurt. Ihr Applaus. Ja. Danke, danke. Eine große Freude. Wir haben es gerade gehört, eine Carte Blanche. Das ist für Sie, aber ich schenke es Ihnen auch ins Glas noch ein. Und ich habe natürlich die Hälfte schon verschüttet. So, alles live hier bei uns. Genau, Carte Blanche. Das war natürlich eine große Herausforderung. Das haben Sie auch in den Videobotschaften gesagt. Man ist ja immer unfair, wenn man 10 Filme aus der gesamten Filmgeschichte auswählen soll. Fühlt es Ihnen schwer? Ja, ja und nein. Also diese Sachen werden ja immer wieder gemacht. Man kriegt ja von diversen Zeitungen, sagen Sie uns Ihre 10 Lieblingsfilme. Und das wechselt natürlich auch mit den Jahren, dass man bestimmte Filme, die dann wieder aus 10 ausscheiden, weil 10 ist einfach eine mörderische Zahl bei dem Angebot, das es gibt. Ne? Aber ich habe mich natürlich bemüht, tief in all diesen Umfragen, die es da immer gibt, halt sind ein paar drinnen, die sind immer drinnen bei mir. Ja. Und dann gibt es halt andere, die man gerade zufällig gesehen hat wieder und sich wieder aus bestimmten Gründen erinnert. Also es ist natürlich eine völlig subjektive und willkürliche Auswahl, die aber für mich nicht so willkürlich ist, weil das alles Filme sind, die zu bestimmten Zeiten in meinem Leben eine große Rolle gespielt haben. Das war ja auch unsere Vorgabe quasi. Es sollten Filme sein, die Sie geprägt und beeinflusst haben. Und in einer Videobotschaft, die übrigens vor jedem Film im Kino laufen, also alleine das lohnt sich, ansonsten kann man sie auch auf der Homepage von uns nochmal nachschauen, da sagen Sie, die sind für Sie wichtig als Filmemacher und als Mensch. Also Sie haben das voneinander getrennt, Filmemacher und Mensch, das fand ich interessant. Naja, es ist ja jedes Kunstwerk trifft einen ja auf beiden Ebenen, ne? auf der rein ästhetischen Ebene und auf einer menschlichen Ebene. Und ob man betroffen ist vom Film, hat natürlich ursächlich auch mit seiner Form zu tun. Ich kann jede Geschichte erzählen, wenn ich sie schlecht erzähle, wird sie nicht stattfinden. Und das sind halt alles Filme, jedenfalls halte ich sie dafür, die von außerordentlichem Können auch zeigen und paradigmatisch für bestimmte Haltungen im Kino sind. Und das war halt für mich das ausschlaggebende Moment, weil es Filme waren, die mich auch umgedreht haben. Ich sage, wenn man ins Kino geht, will man ja anders rausgehen, als man reingegangen ist. Bei 90% der Filme, die man sieht, geht man
halt höchstens gelangweilt heraus. Aber es gibt halt Filme, die einem wirklich Herz und Hirn umdrehen. Und um deretwegen liebt man ja auch das Kino. Sie haben uns vorher gesagt, dass das war zum Beispiel Salò, die 120 Tage von Sodom von Pasolini. Das war ein Film, der Sie ganz besonders geprägt hat. Ja, das war der Film, der meine Arbeit besonders geprägt hat. Weil es ist meines Wissens nach jedenfalls der einzige Film, der uns die Verantwortung zeigt, die wir haben, wenn wir Gewalt im Kino zeigen. Das Kino lebt ja im Allgemeinen von der Liebe und von der Gewalt. Motion ist meistens Gewalt und sie wird im normalen Kino, also speziell im Mainstream, ist es natürlich ein Konsumgut. Ich kann mir in jedem Actionfilm, also kann ich mit den Helden mitleiden und die Gewalt ist eigentlich nur ein Spiel. In Wirklichkeit ist die Gewalt genau das Gegenteil von einem Spiel. Und Pasolini hat es eben geschafft, der Gewalt das Spektakuläre zu nehmen, das es normalerweise im Kino hat. Und es ist gar nicht so leicht. Und das hat er in einer Weise getan, die einem einfach durch Mark und Bein fährt. Also ich, als ich den Film gesehen habe, das war damals sehr lustig, unter Anführungszeichen, der Film kam raus und es war gleich angekündigt, der wird in einer Woche oder in zwei Wochen, wird er zensuriert. Und dann sind natürlich alle, ich auch, ins Kino gestürzt, um sich diesen Film anzuschauen. Ich habe damals gerade in München gelebt und wir haben das im Apollo-Kino, das ist ein sehr, oder weiß nicht, ob es das noch gibt, großes Kino, wo 500 Leute drinnen, bummvoll am Nachmittag. Ja. Nach einer Stunde waren nur noch 30 Leute im Kino. Ja. Und am Schluss waren wir eine Handvoll Leute oder zwei Handvoll Leute und auch ich habe mir dauernd überlegt, gehe ich jetzt raus und gehe kotzen oder was mache ich? Aber ich bin aus dem Film über 14 Tage mental beschädigt, aber ich habe dadurch wahnsinnig viel gelernt. Die Verantwortung, die man hat als Filmemacher gegenüber dem Publikum, ist nämlich ernst zu nehmen und es mit der Wirklichkeit zu konfrontieren und nicht mit einer verlogenen Konsummasche. Die Geschichte und es gibt ja auch viele Leute, die, also das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, die sagen, es gibt das Kino vor und nach Salò. Also der Film hat einen großen Einfluss überhaupt auf viele Filmemacher gehabt. Ja, es gibt auch das Kino vor und nach Funny Games dann natürlich, weil zu diesem Ansatz, den Sie gerade erzählt haben, es gab mal eine Reaktion von Ihnen auf die Frage oder den Vorwurf eines Journalisten, ja wollen Sie die Leute denn aus dem Kino treiben mit Funny Games? Da haben Sie gesagt, wer den Film angeschaut hat, der hat ihn offenbar nötig gehabt und wer ihn nicht nötig gehabt hat, ist vorher rausgegangen. Ja, weil ich habe die Leute, die den Film bis zu Ende angeschaut haben und dann gemotzt, haben gesagt, das gilt nicht. Ne? Ich habe dich viel x-mal gewarnt innerhalb des Films, dass das nicht sehr lustig weitergeht, aber du warst so geil drauf, dass du das sehen willst, wie es weitergeht. Also, das wollte ich dir zeigen. Und da waren natürlich viele Leute sauer auf mich. Das war aber auch der einzige Film in meiner Arbeit, der als Provokation gedacht war. Ne? Naja, Bennys Video. War keine Provokation, das ist eine realistische Geschichte, aber als Provokation war das nicht, also keiner meiner Filme. Mich interessiert ja auch die Darstellung von Gewalt, die ist bei Ihnen ja tatsächlich immer wieder ein Thema, wie Sie es ja gerade sagten, da geht es darum, zum Nachdenken anzuregen und es vom Konsum zu trennen, wie wir es vielleicht aus dem Mainstream-Kino kennen. Jetzt hat sich aber die Gewaltdarstellung in Ihren Filmen ja auch sukzessive verändert. Also wenn ich mir die jüngeren Filme anschaue, habe ich das Gefühl, dass die subtiler geworden ist. Dass es oftmals mehr auch so innen raus aus Familienstrukturen kommt und vorher war das schon auch noch der Schockeffekt noch größer. Ist das was, was Sie auch bestätigen würden? Oder nö. Nicht? Nö. Ich habe das schon gesehen. weil ich hätte jetzt vermutet, dass sich vielleicht auch was gesellschaftlich verändert hat seitdem. Also wir verändern uns ja, die Gesellschaft verändert sich ununterbrochen, leider nicht zum Guten. Ja? Aber man kann natürlich, da ich ja in meinen Filmen sehr oft das Medium als solches Gegenstand des Films ist, sind natürlich die Mittel, das zu erzählen, dann irgendwann beschränkt. Also ich habe ja dieses selbstreflexive Moment, kommt ja immer wieder in meinen Filmen vor. Jetzt im letzten Film zum Beispiel kam es mehr oder weniger nicht, kommt aber auch Happy vor, weil wenn sie jetzt wurde dann geschrieben, ja, also es wird teilweise, sieht man also den Bildschirm vom Handy und so weiter. Wenn ich die heutige Gegenwart beschreibe,
das tägliche Leben komme ich gar nicht umhin, die Welt mit der Handys, der Computer und so mitzubeschreiben. Das ist jetzt nicht, um besonders originell zu sein, sondern weil es einfach notwendig ist, weil die Welt so funktioniert heute. Das ist also zumindest bei uns so. Die Medien spielen auch ihren Filmen immer eine große Rolle. Das fängt ja schon an mit diesem blutbespritzten Fernseher in Bennys Video. Und das zieht sich so durch. Auch, dass immer wieder ein Fernseher irgendwie zu sehen ist jetzt. Fernseher war nicht blutbespritzt. War Funny Games. Bennys Video in Funny Games. Ja. Jedenfalls, aber diese Medien spielen für sie eine Rolle. Also ja. Das ist nicht voneinander zu trennen. Da lernen wir Gewalt eigentlich kennen, weil sonst haben wir das im Alltag ja eigentlich nicht mehr so. Naja, wir lernen sie nicht so, das ist ja immer so im Film oder im Drama, auch auf der Bühne werden die Sachen ja gebündelt und kondensiert. Ne? Und natürlich, es gibt in Wirklichkeit, Gott sei Dank, in unserem täglichen Leben nicht so viel Verbrechen wie im Kino. Ja? Nur das Kino sammelt ja, also bündelt ja die Problematik in Extremfällen. Ne? Das ist, Drama ist Konflikt, ne? Und davon lebt das bürgerliche Theater und davon lebt das Kino. Wie stehen Sie denn dazu, wenn ein Donald Trump sagt, wir wollen keine Gewalt mehr in Kinofilmen? Weil das an... hat er gesagt. Vor 3 Wochen oder so. Die Amerikaner sind die subtilsten Manipulatoren. Ich mache immer, für meine Studenten machen wir ein Seminar, wo ich ihnen 4 politische Manipulationsfilme zeige. Also einmal Eisenstein, Leni Riefenstahl, die Z von Costa Gavras und Air Force One von Herrn deutscher Regisseur in Hollywood. Petersen, ja, genau. Und wenn man sich die Filme genau anschaut, obwohl sie ja ganz unterschiedliche politische Standpunkte vertreten, verwenden sie alle die gleichen Mittel. Alle die gleichen Verdummungsmittel, und ja, um den Zuschauer in die Richtung zu lenken, wo sie ihn haben wollen. Und das Kino ist das Medium, das die größte Manipulationsfähigkeit hat, jetzt hochgerechnet noch durch die Möglichkeiten des Internets und so weiter, ist, ein Herr Trump wäre heute nicht Präsident, wenn es die Medien nicht gäbe. Ja? Und das muss man halt, dem muss man halt Rechnung tragen. Wir haben vor einem Jahr oder anderthalb das hier ein Kuratorium gegründet, Filmbildung jetzt. Und Sie sind selbst Professor an der Filmakademie in Wien. Was würden Sie denn sagen? Was müssen wir denn erlernen neu im Umgang mit Film und Medien? Weil das ist ja ein Prozess, den Sie jetzt auch schon seit 3 Jahrzehnten im Grunde mit Ihren Filmen ansprechen. Ja, es ist von durchschlagender Wirkungslosigkeit. Also Sie machen uns aber Mut. Nein, es ist ja auch so, dass also in meiner Jugend, das klingt immer, wenn die Alten dann sagen, in meiner Jugend, da war alles besser. Ne? So meine ich es nicht, aber es ist tatsächlich so, dass wenn bei uns sich die Studenten bewerben, gibt es dann inzwischen immer weniger, weil abgeschreckt von den Resultaten, so ein paar Fragen zum kulturellen Umfeld. Also sagen Sie mal ein Stück von Tschechow oder ein Roman von Goethe oder so. Dann kommt dann meistens, da erwischen Sie mich auf dem falschen Fuß. Ja? Es gibt die Bildung in den in den Schulen, was Kunst und Kultur anlangt, ist eine absolute Katastrophe. Und die Bildung in den für Film ist genauso. Die Bildung heute des Kinos ist das Fernsehen und das Internet. Das heißt, das Mainstream-Kino im Internet und das Fernsehen mit seiner Verdummungsstrategie. Ja? Und das ist die Realität. Wo sollen die Kids das lernen? Alles ohne Anleitung. Bitte? Ja. Das geschieht alles ohne Anleitung. Ja, also es gibt eine Medienerziehung, da wird, wenn es das gibt, wenn die Schule das anordnet, dann wird sitzt einer vorne und hält einen Vortrag über ein paar theoretische Dinge, das hat überhaupt keinen Sinn. Ja? Und das Verständnis der medialen Welt ist gleich null. Ja? Obwohl die Jungen heute natürlich super mit den Geräten umgehen, viel besser als Leute meiner Generation. Ja? Aber sozusagen, was bedeutet das damit für mich auch und für die Gesellschaft damit umzugehen? Davon wird vielleicht einmal geredet, einmal in einer Vorlesung in der Schule, aber das ist auch alles. Mhm. Ja? Und heute, ich zeige dann immer als ersten Film, wenn der neue Jahrgang da ist, zeige ich eben Tarkowski, der Spiegel. Der auch in dieser Reihe läuft. Und den ich Ihnen nur
als einen der größten Filme der Filmgeschichte ans Herz legen kann, dann sind die völlig fassungslos, weil sowas haben sie noch nie gesehen, dass man so erzählen kann. Sie sind einfach überfordert, weil sie es gar nicht mehr lesen können, weil es diese Möglichkeit nicht mehr gibt. Ja? Die Vielschichtigkeit. Ja, nein, es wird alles gedreht auf simpel, einfach. Die Blockbuster müssen ja viel Geld einbringen, also müssen sie möglichst primitiv sein, dass es jeder Vollidiot auch bereit ist, sich das anzuschauen. Nein, es ist so, das ist gar nicht bösartig, das ist die Realität. Deswegen setzen Sie Plansequenzen dagegen, gegen diese häufigen Schnitte, lange Einstellungen ohne Schnitt. Nein. So kann man das nicht sagen. Weil es gibt ja Mainstream-Filme, die sehr langsam gedreht sind. Das hat nichts mit der Schnelligkeit zu tun. Das hat mit der Form zu tun, die eine Geschichte erfordert. Ja? Wenn Sie einen Actionfilm machen, müssen Sie ihn viel schneiden, weil sonst wird das nicht funktionieren. Das ist ja was anderes. Es geht nur darum, wie nehme ich Inhalte wahr, durch welche Formen nehme ich Inhalte wahr. Und da die Leute formenmäßig komplett ungebildet sind, nehmen sie die Inhalte, können sie gar nicht kritisch wahrnehmen. Man muss ja, wenn man sich bei Filmen ein bisschen beschäftigt, beschäftigt man sich ja in erster Linie mal mit der Form, wie in jeder Kunstform. Ein Maler wird sich in erster Linie mal mit den künstlerischen Voraussetzungen der Technik befassen. Ein Filmemacher muss erst mal sein Handwerk können. Ja? Und das ist relativ kompliziert. Und es zu schauen, wenn man es kann, kann man die Leute wirklich hinbringen, wo man sie haben will. Das war ja auch sozusagen die Beweisführung im Funny Games, dass ich dir sage, schau, jetzt habe ich dir gesagt, schau das nicht weiter an, es wird grauslich. Und 5 Minuten später ist er wieder drinnen. Ja? Und ich sage es immer wieder und nochmal. Und dann sind die Leute, werfen es mir vor, dass ich ihnen das zumute. Sie sollten aber selber fragen, warum lassen sie sich so manipulieren? Mhm. Was ist so faszinierend an der Gewalt? Mhm. Ja? Jetzt haben Sie gerade interessanterweise gesagt, Malerei ist Kunst, Film ist Handwerk. Das fiel so jetzt so nebenbei. Das habe ich nicht gesagt. Nein. Also Film, Malerei kann scheiße sein und Film kann auch scheiße sein. Ja? Und beides kann auch Kunst sein. Ja? Also es hängt immer davon ab, wie sehr, was unterscheidet. Ich will mich nicht auf die Frage einlassen, was ist Kunst. Ja? Das da machen haben wir sich nicht schon gescheitere Leute den Kopf zerbrochen. Aber ich denke schon, dass es gibt so ein paar Grundkriterien, die berücksichtigt sein müssen, dass man von Kunst überhaupt anfangen kann zu sprechen. Mhm. Das eine ist, dass es kommuniziert und nicht masturbiert. Und das andere, das ist ganz wichtig, weil das hat mit Achtung vor dem Rezipienten zu tun. Ja? Wenn ich den Rezipienten ernst nehme, darf ich ihm die Sache nicht unter dem mir möglichen Wert verkaufen. Und man muss sozusagen auf Augenhöhe, kann man nur Kunst auf Augenhöhe machen. Und das Gegenüber, auf dessen Augenhöhe ich das mache, ist der intelligenteste und beste Zuschauer, den ich mir wünschen kann. Den ich gerne hätte und der ich auch gerne wäre. Ja? Und alles, was man darunter macht, weil ich das mache, um leichter Geld zu verdienen, hat halt mit Kunst nichts zu tun. Das kann sehr kunstvoll gemacht sein. Also es gibt ja blendend gemachten Kitsch. Ne? Aber dagegen ist gar nicht, ich schaue mir das auch gerne an. Ne? Wenn irgend so eine Hollywood-Komödie, ist ja köstlich, die Schauspieler sind gut, das macht ja Vergnügen, sich das anzuschauen. Dagegen ist ja gar nichts zu sagen. Ist nicht in der Carte Blanche. Es hängt immer vom Genre ab, von dem, was das Werk will. Wenn Sie guten Kitsch zu machen, ist auch eine Aufgabe. Das macht man ja bewusst. Das macht man ja nicht, das passiert einem ja nicht. Sondern muss man ja was können und muss das machen. Das hat meinen vollen Respekt. Um das geht es. Es geht nur dort, wo also ernsthafte Themen abgehandelt werden, dann ist es unduldsam, da werde ich unduldsam, wenn das schleißig und billig verkauft wird. Kommen wir trotzdem zum Handwerk. Sie haben gesagt, dass eigentlich Ihnen am meisten Freude die Drehbucharbeit macht und dann noch ein bisschen vielleicht die Mischung hinterher. Aber das Drehen selber, naja, was bedeutet Ihnen das? Das bedeutet, das Vergnügen beim Drehen ist die Arbeit mit dem Schauspieler. Mhm. Aber die Perfektion geht verloren.
Wie bitte? Die Perfektion des Drehbuchs geht verloren. Klar, also ein Drehbuch ist immer, wenn man was geschrieben hat, wird man nie das sehen, was man sich ausgedacht hat. Darum sage ich immer meinen Studenten, die Drehbuch studieren, sage ich, sie müssen geborener Masochist sein in dem Beruf, ja? Weil sie werden ihr Buch nie wiedererkennen. Ja? Wenn sie es selber machen, also wenn sie so ein Autorenfilmer sind, werden sie es halt selber ruinieren. Aber da haben sie zumindest die Chance, es zu versuchen, dass es funktioniert. Ja? Aber sonst ist es, warum? Man sieht es ja am Theater. Also Sie sehen ein Stück von Tschechow in 10 Inszenierungen. Sie sehen 10 verschiedene Stücke. Keiner von uns weiß, wie sich der Tschechow gedacht hat. Ja? Das ist ja auch gut so, sonst könnte das Theater gar nicht funktionieren. Ja? Film ist aber was anderes. Film ist ein Einzelprodukt. Ne? Das wird zwar vervielfältigt, aber das, was da das Statement ist, fertig, wenn es rauskommt. Ja? Daran kann man nicht mehr rütteln. Man kann es versauen mit einer schlechten Projektion, ja, mit schlechtem Ton, schlechtem Bild. Ich sage auch immer jedem Regisseur, Sie sehen Ihren Film zweimal gut. Einmal gut den Ton im Mischstudio und einmal gut das Bild im Color Matching. Ja? Sonst nie wieder. Ja? Sie müssen nachher noch mal einen Stock tiefer hier bei uns ins Kino. Weil es gar nicht geht. Weil die Technik zu kompliziert ist. Ich mache vor jeder, wenn ich einen Film abnehme von mir, schicke ich zuerst die Techniker ins Kino, lass alle Lautsprecher nachmessen und so weiter. Und dann ist schon, denkt man wieder, der eine Lautsprecher ist ausgefallen und so. Das liegt in der Natur der Sache. Das ist eine komplizierte Sache und mit der muss man leben. Also man lebt schwer. Weil wenn Sie fremde Filme sehen, fällt Ihnen das ja nicht auf. Dann denken Sie ja, das ist so gemeint. Muss so, ja. Aber wenn Sie selber sagen, Sie wissen genau, wie das ausgeschaut hat, und dann ist es auf einmal, schaut es ganz anders aus. Also Sie hören einen Ton, der ganz wichtig ist, ganz leise, weil Sie endlos gemischt haben, dass dieses ganz leise Auto, das da in 200 Meter vorbeifährt, um eine Pause zu füllen, dass Sie das nicht mehr hören, dann ist die Pause zu lang. Ja? So, da gibt es 100.000 Beispiele, es ist leider so. Ja? Susanne Lothar, mit der Sie viel gedreht haben, hat auch mal gesagt, Sie sehen im Grunde nicht, wenn was falsch gemacht wird, sondern Sie hören das. Ihr Organ ist das Ohr. Das stimmt, ja. Also ich bin ein Ohrenmensch. Also ich habe auch am Theater, ich habe lange Jahre, über 20 Jahre Theater gemacht, bin ich oft so gesessen. Ne? Und dann haben die Schauspieler mich angemusst, du schaust mir ja nicht einmal an. Ne? Da habe ich gesagt, ich sehe dich besser, weil man hört sofort, wenn jemand falsch ist. Man sieht es nicht unbedingt sofort. Man merkt es auch beim Synchronisieren. Normalerweise denkt jeder, der also damit mit dem Metier nichts zu tun hat, das Synchronisieren ist halt schwierig wegen der Lippensynchronität und so. Ist schon richtig. Am schwersten zu synchronisieren sind Offsätze. Also wo man nicht den sieht, der spricht. Weil da hört man sofort, ob der Ton falsch ist oder richtig. Jeder hört das. Ja? Mhm. Beim synchronisierten Bild, wo man den Sprechenden sieht, kann der, wenn er Persönlichkeit ist, kann ihm das nicht so auffallen. Sobald der Satz im Office ist, also das Ohr ist einfach das empfindlichere Organ. Also meins auf jeden Fall. Mhm. Und es gibt natürlich auch eine akustische Umweltverschmutzung, aber wir sind mit Bildern so zugemüllt, dass es schwer ist. Also man sieht ununterbrochen Bilder und die Aufmerksamkeit dann ist schwerer zu kriegen als die übers Ohr. Sie wollten ja auch Pianist werden ursprünglich, oder? Ja, sehr kurz. Sehr kurz. Haben Sie dann mit der Klavierspielerin verarbeitet, oder? Nein. Zu dem Film bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kind, weil ich habe viele Literaturverfilmungen gemacht fürs Fernsehen, aber nie was fürs Kino, weil ich denke, das Fernsehen sollte haben einen Kulturauftrag. Das heißt, wenn ich eine Literaturverfilmung mache, sollte mein oberstes Ziel sein, dass der Zuschauer nach dem Film sagt, das Buch möchte ich jetzt gern lesen. Ja? Dann hat der Film seine Aufgabe erfüllt. Im Kino ist der Film das Kunstwerk. Ja? Und es ist halt, also es gibt ganz wenig gute Literaturverfilmungen. Ja? Weil, also selbst wenn Leute, die selber, also Romanschriftsteller, wie heißt der auch geschrieben hat, letztes Jahr in Marienbad,
ganz berühmter französischer Romancier. Genau. Alain René war der Regisseur. Ja. War der Rob Grier, genau. Ja. Der hat ja selber auch Filme gemacht. Die Filme sind leider nicht gut, ja, weil er kein Regisseur war. Ja. Aber also es sind für mich die Filme, die Sie da jetzt in dieser Carte Blanche sind alles Filme von Autorenfilmen. Ja. Weil das auch die Filme waren, die mich am meisten bewegt haben, weil da auch leichter möglich ist, eine Identität von Inhalt und Form zu kriegen. Das ist ja immer das Problem, weil wir zuerst über was ist Kunst, was ist nicht Kunst. Ne? Eines der entscheidenden Kriterien ist natürlich, wie weit habe ich für diese Geschichte die ihr adäquate Form gefunden. Ne? Und das ist halt schwer. Und es ist leichter, wenn der schreibt, auch schon die Bilder, die er dann nachher vorhat, im Kopf hat. Während der andere natürlich so wie am Theater, der Herr Tschechow hat das und das geschrieben und der Herr Müller und der Herr Mayer denken halt anders darüber. Und das ist ja auch gut so, es ist nur anders. Ne? Den einzigen Amerikaner, den Sie hinzugenommen haben, das ist John Cassavetes. Ja, weil er der König des Schauspielerkinos ist. Also es gibt eine Frau unter Einfluss mit Gina Rowlands und Peter Falk. Keinen Film, wo der beeindruckender ist, was die Schauspielerleistung. Also es, wenn Sie einen Schauspieler fragen, was ist der Film, dann würde Ihnen ja jeder sagen, eine Frau unter Einfluss. Weil das ist einfach so grandios, was die da spielen, dass man, das muss man einfach sehen. Wenn man es noch nicht gesehen hat, kommt Freude auf. Und ich meine, Sie haben ja auch, Sie arbeiten immer auch gerne mit Schauspielern häufiger. Also wir haben das immer wieder. Zum Beispiel eben Juliette Binoche, die wir auch heute Abend dann in Côte Inconnue sehen werden. Was zeichnet die denn aus? Also Sie haben gerade die französischen Diven, Sie haben vorher auch eine Susanne Lothar häufiger gehabt, einen Ulrich Mühe. Was ist das Wichtige daran? Muss man mit einem Schauspieler auch weiterkommen? Muss man mehrere Filme vielleicht drehen? Es ist wie, wenn man mit Freunden, wenn man sich mit jemandem gut versteht, bleibt man weiter befreundet und wenn man sie nicht versteht, trennt man sich wieder. Schauspieler, mit denen man gut arbeitet, wenn man dumm, wenn man sie nicht weiter mit ihnen zusammenarbeiten will, weil man fängt nicht immer bei Null an und man hat auch schon man kennt dann auch die Schwächen und Stärken des jeweiligen Schauspielers und kann das schon, wenn man schreibt dafür, auch schon berücksichtigen, also dass ich bestimmte Dinge, die jemand nicht kann, dann halt nicht reinschreibe es macht das Leben bequemer, ja? Und es ist auch angenehm mit Freunden zu arbeiten, weil es ist stressfreier, ne? Es gibt eh genug Stress, weil wir Sie zuerst gefragt haben, das eigentliche Drehen ist das, was mich am wenigsten Freude macht. Das stimmt schon, weil es ein täglicher Stress ist, weil man steht in der Früh auf und sagt, um Gottes Willen, was wird heute wieder passieren? Ne? Weil Sie können, im Gegensatz zum Theater, ist es ja so, am Theater, wenn Ihnen die Probe heute missrät, dann sagen wir, schauen wir halt morgen wieder oder in 3 Tagen gehen wir die Szene wieder an. Ne? Man hat nicht diesen Druck, beim Film muss man jetzt entweder heute oder nie. Ne? Mhm. Und wenn das schief läuft, ist es fatal. Und da ist es natürlich auch gut, wenn man mit Leuten sich umgibt, mit denen man glaubt, eine gewisse Garantie zu haben, dass es funktioniert. Ne? Und dann kann man natürlich auch für die, wenn man sie gut versteht, für die schreiben. Und ich bin insofern auch mit Teammitgliedern eine treue Seele. Also wenn ich mit jemand gut verstehe, wäre ich dumm, wenn ich das nicht weitermachen würde. Nicht? Jetzt wird es ein bisschen langsam schwierig, weil in meinem Alter hören dann so verschiedene auf. Und das ist dann auch schwierig, weil wenn man plötzlich mit jemandem Neuen ist, ist immer ein Risiko dabei. Nicht? Ja, apropos, also immer was Neues ausprobieren, das ist, glaube ich, auch was, was Sie interessiert. Sie haben schon selber gesagt, Sie haben im Fernsehen angefangen, damals beim Südwestfunk, Fernsehspiele gemacht, dafür Drehbücher geschrieben, dann Kino und jetzt, habe ich gelesen, startet eine Serie sogar. Kelvins Buch, zehnteilig für die Ufer. Jeder spricht mich darauf an. Es ist mal ein bisschen unangenehm, über ungelegte Eier soll man nicht reden. Ja. Es gibt einen Vertrag zwischen der UFA und mir, dass das gemacht werden soll. Aber ob das dann wirklich gemacht wird, ob das Geld gefunden wird, etc., etc., deswegen rede ich da ungern drüber. Lassen wir uns überraschen. Ich muss trotzdem noch eine kleine Frage dazu stellen, weil ich habe gelesen, es soll, wenn dann laut Nico Hoffmann in Richtung Science Fiction vielleicht sogar gehen, Science Fiction. Okay, wir sind gespannt. Ja, ich habe ja schon, Wolfzeit war ja auch Science Fiction Film, wenn Sie so wollen. Das stimmt.
Ich finde es auch interessant, Sie haben aus dem 21. Jahrhundert, um auf die Carte Blanche zurückzukommen, nur einen Film ausgewählt, und zwar Nada und Simin, eine Trennung, damals den Goldenen Bären gewonnen auf der Berlinale, aus dem Iran, Asghar Farhadi. Und mich würde natürlich interessieren, hängt das damit zusammen, dass einen die frühen Seherfahrungen einfach mehr prägen, oder war das Kino früher besser? Beides. Also es ist natürlich so, dass man die Sachen, das ist so wie mit der Musik, ist es ganz leicht. Nicht? Jeder liebt die Tanzmusik seiner Jugend. Wenn so wie ich bestimmten Musiken meiner Enkelkinder verstehe ich nicht, was die da hören. Ja? Und die finden das, wenn ich irgendeine so eine, was ich selten tue, eine Rock'n'Roll-Platte auflege, um mit meiner Frau zu tanzen, sind die auch leicht befremdet. Ja? Was für eine Platte ist das denn dann? Naja, was halt da üblich war von Little Richard und Bill Haley und was es da alles gab. Das, also was ich damit sagen will, natürlich ist man geprägt durch Jugenderinnerungen, aber ich bin schon der Meinung, dass die großen Regisseure, die es wirklich in dieser Zeit gab, also das ist ja unbestritten, dass es die in diesem Maß heute nicht gibt. Mhm. Ja, das bin ich schon überzeugt. Also, es gibt sehr viele gute Regisseure und es gibt auch ein paar gute Autoren, die ernsthaft arbeiten, aber so Leute vom Rang von Bresson oder Tarkovsky oder so, sehe ich nirgends weit und breit. Also der letzte, der jetzt noch für mich ein wirklich großer Regisseur war, war eben Kiarostami. Da ist ja auch ein Film da, weil der hat es halt geschafft, das, was Beckett so im 20. Jahrhundert geschafft hat, so die Dinge in einer Weise zu vereinfachen. Das ist ja immer das Schwierigste. Dinge einfach zu machen ist das Schwierigste. Kompliziert was zu machen ist simpel. Ja? Aber es einfach zu machen ist ganz, ganz schwer. Und der hat es halt wirklich souverän geschafft. Und ist, die Filme sind auch von einer tiefen Menschlichkeit und wunderschön. Also das ist ein ganz, der da jetzt hier läuft, ist ein ganz früher Film von ihm. Da war er im Westen eigentlich noch nicht bekannt. Er hat den Film, glaube ich, gemacht fürs iranische Unterrichtsministerium als Lehrfilm. Ja? Und das ist, also kann ich nur empfehlen, anzuschauen. Wo ist das Haus meines Freundes, heißt er. Ja, ja. Läuft noch zweimal bei uns. Aber weil Sie mich nach dem Farhadi gefragt haben, warum ist der da drin? Auf dem simplen Grund, weil das der Film ist, der mich im 21. Jahrhundert am meisten berührt hat. Ja? Mhm. Es ist ein grandioses Drehbuch. Ich habe noch selten ein so gutes Drehbuch, also nicht gelesen, sondern einen Film gesehen, der so gut geschrieben ist. Und ist dann auch noch mit tollen Schauspielern toll umgesetzt. Also das ist wirklich ein Film, da habe ich auch noch niemand gesehen, der nicht von dem Film beeindruckt war. Ja. Mhm. Sie haben zwei Iraner dabei und das auch mit Grund, weil Sie sagten mal, die Probleme unserer ersten Welt, die sind eigentlich irrelevant. Sie interessiert vielmehr das Kino der sogenannten dritten Welt. Ja, nicht mich ist das interessiert so? Es mehr, also das würde ich gar nicht sagen, mich würde das unsere Welt mehr interessieren. Es ist nur so, dass die Filme aus der sogenannten ersten Welt, ich meine jetzt die ernsthaften Filme, nicht Mainstream, halt darunter leiden, dass sie eigentlich nichts mehr zu sagen haben. Das heißt, sie sagen immer wieder das Gleiche. Wir reden eigentlich nur von unserem eigenen Selbstekel und unserem schlechten Gewissen. Und es ist auf die Dauer ein bisschen langweilig. Ja? Aber im Prinzip ist es leider so. Ja? Warum? Weil wir für nichts brennen, weil uns alles irgendwie, wir leben ganz gut, wir konsumieren ganz gern und wir wissen, dass die Welt uns weit übersteigt und wir damit keinen Einfluss mehr, praktisch keinen Einfluss mehr in der Gesellschaft haben und sind alle irgendwo zutiefst deprimiert in Bezug auf die Weltsituation und sonst haben wir nichts, wofür wir kämpfen. Ja? Wenn Sie einen Film im Iran hernehmen oder irgendwo in der dritten Welt, die haben was, wogegen sie sind. Ja? Die brennen für das, was sie tun. Ja? Bei uns brennt, sollten wir. Ja? Außer er wird angezündet. Was bei Ihnen ja auch vorkommen könnte vielleicht. Naja, Sie haben für den heutigen Abend auf meinen Wunsch hin einen Film auch von sich ausgewählt. Das ist Code Inconnu, Code Unbekannt aus dem Jahr 2000. Und tatsächlich ein Film, der vielleicht nicht jedem so geläufig ist. War der erste mit Juliette Binoche. Ja, na, das war mein erster französischer Film. Ich habe den ausgewählt, weil er halt, denke ich, noch der am wenigsten bekannte ist von meinen letzten Filmen. Und weil ich ihn mag.
ja. Er ist wahrscheinlich auch der Netteste von allem. Also Sie müssen sich heute nicht fürchten. Na, aber im Gegenteil, es ist tatsächlich ein Film, ich habe ihn mir jetzt vorher nochmal angeschaut, logischerweise, der irgendwie aktueller denn je erscheint. Ja. Weil da, Sie haben das, glaube ich, beschrieben, das, was wir heute Flüchtlingswelle nennen, haben Sie damals moderne Völkerwanderung genannt, was da so ein bisschen im Zentrum dieses Filmes steht. Ja, und das sogar noch vor 9-11. Also das aber ist ja das richtig, kommt in vielen meiner Filme, es kam auch in 71 Fragmente vor, es kommt immer wieder vor, es also kommt in Cachet vor. Also es ist schon ein ständiges Thema in meiner Arbeit, weil das halt ein großes Thema unserer Gesellschaft ist. Ne? Und den Film hatte ich ursprünglich schon mal konzipiert für Österreich und dann kam eben dieses Angebot von der Binoche, da miteinander was zu machen. Und dann bin ich eben nach Frankreich gegangen und habe dort ein paar Monate, also 3 Monate recherchiert in diversen Kreisen, also in der schwarzen Community und in der rumänischen. Und hatte da das Glück, also viele Leute kennenzulernen und sehr viel mitzukriegen. Also der Film, den Sie heute sehen werden, ist fast alles, was in dem Film vorkommt, ist original passiert. Mhm. Also es passiert fast alles auf originalen Ereignissen. Ja. Also wenig. Erfunden ist natürlich die Geschichte der Schauspielerin und so. Das ist ein Kapitel für sich, also da drin. Aber alles, was da an sozialen Problemen gezeigt wird, sind alle Resultate von Recherchen. Ist auch der einzige Film, für den ich recherchiert habe. Mhm. Außer fürs Weiße Band, da habe ich halt Bücher gelesen. Was ist denn der Unterschied, in der Fremde zu drehen, an einem Ort, wie Sie sagen, wo Sie ja vorher nicht gelebt und gearbeitet haben, im Vergleich zu Wien, wo Sie ja tatsächlich ja vorher einen ähnlichen Film schon mal gedreht hatten, auch zum selben Thema. Was macht da den Unterschied? Naja, der Unterschied, wenn Sie ganz gut Englisch können und Sie sitzen in Amerika in einem Restaurant und am Nebentisch reden die Leute, dann müssen Sie schon richtig hinhorchen, damit Sie verstehen, was die reden. Wenn Ihnen das hier passiert in Frankfurt, kriegen Sie das automatisch mit. Das heißt, man ist... Bei unserem Hessisch. Bitte? Bei unserem Hessisch. Nein, man ist einfach in der eigenen Sprache, man kennt alle Nuancen, man ist einfach souveräner, man kann sich streiten. Ist auch immer ganz wichtig, ist um eine, als Indiz, dass man eine Sprache kann, ist, dass man streiten kann in der Sprache. Ich kann es nicht. Ja? Mhm. Das ist nämlich, weil, um schlagfertig zu sein, um schnell zu sein, das sind natürlich Handicaps, weil man im Ausland arbeitet. Aber damit muss man halt umgehen lernen. Bevor Sie auch gleich Fragen stellen können, Sie werden sich danach natürlich auch sehnen, Sie haben noch eine Auslandserfahrung, aber dann eine in Hollywood. Sie haben nämlich damals Funny Games als Remake selbst gedreht. Und zwar, was ich wirklich spannend finde, Sie haben vertraglich zugesichert den Final Cut gehabt. Und dass es Shot by Shot, also wirklich Bild für Bild, identisch nachgedreht werden wird. Ja, das war eine sportliche Übung. weil es Naomi Watts. Ja. Weil es natürlich schwerer ist, einen Film, wie findet ein Film statt? Also man schreibt ein Buch, dann macht man eine Motivsuche, dann sucht man sich die Schauspieler und dann macht man ein Storyboard und dann dreht man den Film. Jetzt musste man die Orte erstmal finden, die das ermöglichen, dass ich das Gleiche machen kann, was ich im Original gemacht habe, die natürlich völlig anders ausschauen. Und für die Schauspieler war es auch nicht leicht, weil sich natürlich oft beim Drehen ergibt sich durch einen Vorschlag eines Schauspielers ein anderes Arrangement. Oder? Und man sagt, dann machen wir das nicht so, machen wir das so. Wenn man aber einen Shot-for-Shot-Remake macht, muss man es so machen. Und es war für die Schauspieler nicht einfach. Ja. Mhm. Musste quasi Naomi Watts Susanne Lothar spielen. Naja, nein, das wäre gar nicht möglich gewesen. Wenn man die zwei Filme vergleicht, ist eigentlich das Spannende, ist, wer welche Passagen besser macht. Ja? das war für mich war wirklich so ein sportlicher Ehrgeiz, schaffe ich das? Weil das ist so ziemlich das Schwierigste, was man sich vornehmen kann. Und es ist mir, glaube ich, gar nicht schlecht gelungen, aber es war natürlich eine Fehlspekulation von mir, weil ich habe das erste also Funny Games gemacht und habe gedacht, der Film müsste eigentlich in Amerika und so gut ankommen. Ne? Der kam zwar bei der Presse gut an, aber die Leute haben schnell gemerkt, dass ich ihnen die Suppe versalzen will. Und es hat nicht den Zuschauerstrom gehabt, den ich mir gewünscht habe. Und dann kam eben ein Produzent und gesagt, wollen Sie das nicht als Remake machen? Und da habe ich gesagt, ja, ich habe aber nichts Neues zu sagen. Ich will, wenn, dann mache ich das 1:1
nochmal mit eben Naomi Watts, weil mit der, ohne die hätte ich es nicht gemacht, und dem Team Ross. Und dann habe ich das halt gemacht, aber es war äußerst mühsam. Also es war mein schwierigster Film für mich, weil es eben auch durch die Umstände, dass mein Englisch ziemlich mies ist. Und ich konnte mich schon ausdrücken. Mhm. Aber für einen Regisseur überhaupt, wenn jemand so ein Kontrollfreak ist wie ich, muss man immer hören, was da rundherum ist. Man muss alle Antennen offen haben, um mitzukriegen, was da los ist. Und wenn man das in einer fremden Sprache ist, die man nicht gut kann, ist man schon sehr gehandicapt. Ne? Kommen eigentlich, ich meine, Sie haben einen Oscar gewonnen, 2 Goldene Palmen, da kommen doch wahrscheinlich dauernd Hollywood-Anfragen, oder? Ja, gibt's schon, aber das interessiert mich alles nicht. Gibt's schon, alles klar. Nein, ich habe etliche Schauspielerinnen vor allem, die sehr bekannte, die was machen wollen mit mir, und sage immer ja gern, aber ich habe keine Geschichte, weil ich kann über Amerika schlecht was schreiben, weil ich es zu wenig kenne. Ja? Mhm. Und ich kann keinen Wiener Film oder einen Dingsfilm machen mit amerikanischen Stars, das geht nicht. Ja? Mhm. Und so wird es wahrscheinlich auch nicht. Na, weil das nicht zusammenpasst. Mhm. Ne? Also man kann, meine Filme hatten ja alle irgendwie auch einen Gesellschaftsbezug mit Europa und der Geschichte und so weiter. Und das geht halt nicht. Also, ich meine, irgendeine Story, irgendeine Love-Story kann man irgendwo machen. Ja? Aber die Love-Story ist auch nur interessant, wenn sie eben über die Love-Story hinaus noch was anderes erzählt, was dann auf einer höheren Ebene auch funktioniert. Mhm. Und das ist dann nicht so einfach. Ne? Haben Sie Fragen an Michael Haneke? Dann haben Sie die Gelegenheit, geben Sie ein kurzes Zeichen. Der Kollege kommt mit dem Mikrofon nach vorne, zuerst hier und dann in der ersten. Bitte nicht die Frage, wer hat den Cachet... Die Bänder gesendet. Weil das ist die am öftersten gestellte Frage, die ich höre. Und das ist eine der häufigsten Antworten dazu. Ja, das ist eine relativ einfache Frage. Wenn wir mal zurückkommen zu dem Thema Autorenfilm und Literaturverfilmung. Anthony Burgess, Ulrike Orange von Stanley Kubrick, ist das nicht eine gelungene Literaturverfilmung? Ich kenne den Roman nicht. Ah, okay. Und wie finden Sie den Film? Clockwork Orange. Toll, natürlich. Wobei, er hat ja ein bisschen ein ähnliches Problem gehabt wie ich mit Funny Games, weil er war ganz erstaunt darüber, dass der Film dann ein Kultfilm wurde. Ja, und ich habe gehört, ob es war, weiß ich nicht, dass er sogar überlegt hat, den Film zurückzuziehen. Er hat ihn zurückgezogen. Also? Ja, da haben sich Leute von der Brücke gestürzt und sonst was, und dann wurde er irgendwie, hat er selbst zurückgezogen. Weil die Leute fanden das so geil, und das muss man ihm allerdings auch vorwerfen. Er hat es auch wirklich so geil inszeniert. Ja? Und das darf man nicht. Ja? Ach, das ist interessant. Also der ist keine gute Gewaltdarstellung. Nein. Es ist eine virtuose Gewaltdarstellung. Oh, es ist eine riesen Nummer, die virtuos ist und die natürlich handwerklich ein Vergnügen ist anzuschauen, aber es ist eigentlich ein ganz kontraproduktiver Film. Es ist ein gewalttätiger Film über angeblich gegen Gewalt, aber er feiert die Gewalt in seiner Ästhetik. Und das ist ein großer, weil das ist das Gleiche, nicht so gut, aber der Stone Natural Born Killers. Ne? Ja. Der sich ja eindeutig massiv gegen Gewaltdarstellung wendet und also einen exemplarischen Gewaltfilm macht. Ne? Da sind wir froh, dass wir nicht Clockwork Orange als nächste Sonderausstellung haben, sondern 2001 von Kubrick. Die nächste Frage hier. Sind Sie von der Nouvelle Vague beeinflusst worden? Sie haben jetzt gesagt, Hiroshima Mon Amour kann man nehmen oder Marienbad. Aber wissen Sie, was traurig ist in Deutschland, ist die wirkliche Aufwertung, ne, der Nouvelle Vague, wie es angefangen hat. Ich fange mal ganz tief an bei Melville, ne, das Schweigen des Meeres. Hm? Das bekommen Sie in Deutschland, weil die Franzosen so viel Geld wollen, ne, bekommen Sie diese Filme gar nicht ins Kino. Haben Sie das Schweigen des Meeres gesehen? Das ist ja. Das ist ja von der nachher daran die wunderbaren Gangsterfilme. Von Melville ist der. Melville, ja. Toller Film. Der übrigens auch das Drehen nicht mochte. Ja. Der mochte lieber das Drehbuch schreiben. Ja. Nein, natürlich bin ich von der, das war ja damals, war in meiner Jugend, war Paris die Stadt der Sehnsucht für jedermann, der Existenzialismus, die Nouvelle Vague. Heute will jeder Jugendliche nach New York. Damals wollten alle, die irgendwie mit Kultur zu tun hatten, wollten
nach Paris. Und natürlich war das die Kulturnation sozusagen, die Jungen alle zutiefst angezogen hat. Und ich war natürlich schön, also mein erster Film ist von Bresson, der nun eigentlich nicht genau zur Nouvelle Vague gehört, aber die gleiche Zeit ist. Das sieht man, also wenn Sie den siebten Kontinent, wenn das jemand gesehen hat, sieht man, wie das beeinflusst ist von Bresson. Das war natürlich für mich der liebe Gott. Der natürlich auch in dieser Carte Blanche hier vorkommt. Und gibt es einen Film, der Sie aus dieser Zeit besonders, weil Sie immer sagen, so emotionalisiert hat? Ja, das Orsa Balthasar. Wie heißt er? Orsa Balthasar von Bresson. Zum Beispiel Balthasar hieß er auf Deutsch. Der auch läuft, der genau. Einer der schönsten Filme ist, die ich überhaupt kenne. Ja? Das ist ein... Godard hat darüber gesagt, das ist die Welt in 1,5 Stunden, das ganze Leben in 1,5 Stunden. Das ist ein großes Meisterwerk. Die Passionsgeschichte anhand eines Esels erzählt. Hier ist die nächste Frage. Waren Sie kurz aufs Mikrofon? Erstmal vielen Dank, sehr aufschlussreich. Ich werde über vieles nachdenken. Und wo Sie recht haben, haben Sie recht. Stichwort Paris. Ich hatte damals ein Angebot vor vielen Jahren, nach Kanada zu gehen, aber ich wollte nach Frankreich und sonst nirgendwo anders hin. Heute würde ich anders entscheiden. Also dann zu Bresson. Ich wüsste gerne, das hatte ich sowieso vorgesehen, zu fragen, also was das Faszinosum von Bresson ausmacht. Wüsste ich gerne ein bisschen mehr. Und dann zu dem anderen, zu dem grandiosen Film Das Weiße Band. Ist das Ihr bester Film? Und haben Sie sehr vieles, also der Inhalt ist natürlich sehr traurig, aber haben Sie sehr vieles auch den Designern, den Kameramännern zu verdanken für diese wunderbare Ausstrahlung, also angesichts des traurigen Themas? Vielen Dank erstmal. Also Bresson und Das Weiße Band. Ja. Mein Gott, was ist das Entscheidende an Bresson? Bresson hat das Kino neu erfunden. Ne? Der ist ja weggegangen vom Schauspielerkino, vom verfilmten Schauspiel und hat versucht, eine Sprache zu finden, die rein kinematografisch ist. Das heißt, durch die Auswahl, durch die Bildauswahl, den Bildrhythmus etc. eine Geschichte zu erzählen, wo die Schauspieler also ersetzt werden durch Typen, wenn man so will. Also er nannte das Modelle, die hat er sehr sorgfältig ausgesucht, dass die sozusagen nur aufgrund der Ausstrahlung ihrer Persönlichkeit das verkörpern, was er meinte. Er hat Dialoge geschrieben, die keine realistischen sind, keine naturalistischen, sondern das sind ja mit diesen Laien, die Säulen, die hat er so lange probieren lassen, bis sie völlig ausdruckslos den Text runtergerattert haben, ja, weil er nicht wollte diese emotionale Beeinflussung durch die Emotion des Zuschauers und hat dadurch aber eine Keuschheit und Strenge erreicht in seinen Filmen, die einen viel tiefer trifft. Also und deswegen ist Orsa Balthasar natürlich das beste Beispiel, weil ein Esel hat keine Psychologie, der hat nur ein Schicksal. Und man kann also sozusagen, dass die Welt nur über Fakten bestimmt wird, kann man in keinem Film deutlicher sehen wie in dem. Und trotzdem ist er herzzerreißend, obwohl er scheinbar so kalt ist. Und das ist eine große, weil es eine sehr strenge Ästhetik in den Filmen, die sehr überlegt ist. Also da ist wirklich jede Einstellung, ist das Inbild dieser Einstellung. Ja? Und das hat natürlich unendlich viele Regisseure sehr beeinflusst. Ne? Mhm. Und also ich habe das eher in dem Dings gesagt, auch Tarkowski, der nun an wenigen Kollegen Genuss fand, ja? Also für ihn war Bresson auch das einzige wirkliche Genie, von dem er gesprochen hat. Zur zweiten Frage, ob das mein bester Film ist, das müssen Sie beurteilen, das kann ich nicht. Ein guter Vater liebt alle seine Kinder, sage ich immer in dem Zusammenhang. Der Film war halt spektakulär und natürlich hat die Kamera da drinnen einen großen Einfluss, aber das hat sie in allem. Es ist immer der gleiche Kameramann, mit dem ich arbeite, die gleichen zwei oder drei Kameramänner, mit denen ich gearbeitet habe. Und die sind immer gut, es fällt nur beim Schwarz-Weiß-Film mehr auf. Ja, weil das ist auch ein Film, der in der Landschaft zeigt, der halt mit Bildern arbeitet, mehr als diese psychologischen Dramen in einem Zimmer. Ne? Mhm. Das gibt mehr her und das war sehr gut gemacht. Wir haben lange Recherchen gemacht, weil es ist gar nicht so einfach. Wir mussten ja in Farbe drehen, weil es nicht mehr nicht genügend Schwarz-Weiß-Material gibt. Und man musste, wir haben dann eben viele Filme uns angeschaut, die in der Zeit spielen, mit Petroleumbeleuchtung und so weiter.
Und also 1913, 14. Und das ist alles, wenn man da die Farbe, also wenn man es anschaut, Unforgiven von Clint Eastwood, aber drehen Sie da mal die Farbe aus, dann sagen Sie, ja? Das merkt man nicht jeden Beleuchtungsfehler, den kleinsten Beleuchtung, die Aufhellung, man sieht alles, wenn die Farbe weg ist. Ja? Mhm. Und deswegen war das eine große Herausforderung auch, aber es ist gut gelungen. Er wurde ja auch für den Oscar nominiert, hat es leider nicht gekriegt. Mhm. Aber natürlich verdankt der Film, aber jeder Film verdankt nicht nur dem Regisseur, was der Regisseur muss das alles koordinieren und zusammenbringen, aber jeder Schauspieler ist, ohne den kann es den Film überhaupt nicht machen. Ich sage immer, es gibt zwei Grundvoraussetzungen, dass ein Film gelingen kann. Das eine ist, was der Billy Wilder gesagt hat, die drei Grundvoraussetzungen für einen guten Film. Erstens ein gutes Drehbuch, zweitens ein gutes Drehbuch, drittens ein gutes Drehbuch. Viertens ein guter Regisseur. Das ist mal unbestritten die Wahrheit. Ja? Mhm. Und das zweite ist, das richtige Casting. Sie müssen die richtigen Schauspieler, nicht lauter Weltmeister im Schauspiel, sondern die für die jeweilige Rolle idealen Schauspieler finden. Und wenn Sie das haben, wenn Sie die Nase haben, die zu finden, dann müssen Sie ziemlich dämlich sein, den Film noch zu versauen. Ja? Kann man auch noch eine Menge Fehler machen, wie man oft sieht, aber es ist, ich glaube, das ist das Wichtigste. Also einen Film kann man nie, also wenn Sie nehmen, Amour, ohne diese zwei Schauspieler wäre der Film unmöglich gewesen. Ich hätte ihn auch nicht gemacht. Ja, Emmanuel Riva. Weil solche Schauspieler gibt es halt nicht oft und nur damit kann man sich sowas auch leisten. Ja? Also der Film verdankt den beiden alles. Sie haben auch oft Kinder natürlich, die eine wichtige Rolle spielen, gerade wenn wir vom Weißen Band sprechen. Ich glaube, das ist nochmal eine besondere Herausforderung. Das ist schwierig, ja. Also es ist vor allem viel Arbeit. Ne? Also wir haben fürs Weiße Band, also nicht ich, aber meine Mitarbeiter, an die 7000 Kinder gecastet. Wow. Ja? Und das wurde also über ein halbes Jahr lang wurde das durchgeführt und dann haben wir halt diese Kinder gefunden, die wir schlussendlich hatten. Und dann muss man mit Kindern muss man natürlich arbeiten. Mit der Isabel brauche ich nicht sagen, wie sie was spielen soll. Die hat das gelesen, also du sitzt da, dann nimmst du das Glas und nach dem dritten Satz rennt ja da hier eine Träne runter, dann macht die das. Ja? Aber ein Kind macht das nicht. Ja? Das müssen sie lange vorbereiten, da müssen sie Vertrauen aufbauen und mit dem arbeiten. Das ist sehr arbeitsintensiv. Und sie müssen auch Glück haben, dass sie die finden, weil wenn sie beim Film zum Beispiel ein Schauspieler krank wird und sie müssen den umbesetzen, dann nehmen sie einen anderen Schauspieler. Vielleicht ist er nicht ganz so gut wie der, aber er wird noch brauchbar sein. Wenn sie so ein Kind haben, das eine Hauptrolle hat und dem passiert irgendwas, dann ist der Film aus. Hm. Ja, weil sie finden dann nicht so hoppla hopp jemand anders. Ja? Aber das macht auch Spaß, weil ich sage immer, wenn ein erwachsener Schauspieler einen Löwen spielt, Sommernachtstraum, ne? Löwen spielt, dann spielt er einen Löwen. Wenn ein Kind einen Löwen spielt, ist es der Löwe. Ja? Mm. In seinem Empfinden. Und wenn es talentiert ist natürlich, ja, dann brauchen sie gar nichts machen, dann stimmt das alles. Ich meine, sie müssen ihm das erklären, dass er das verstehen kann. Aber mit Kindern arbeiten ist auch ein Geschenk, ne? Weil sie geben einem Dinge oft, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Mhm. Geben Schauspieler auch manchmal. Ne? Ich glaube, das ist auch das Geheimnis beim Weißen Band, weil diese Kinder, neben dem, was Sie gerade erzählt haben, natürlich diese Aufladung haben, weil die im Jahr 1913, 14 Kinder sind, dann natürlich im Dritten Reich zu den Tätern mitgehören. Das haben wir ihnen natürlich nicht gesagt. Nee. Ja. Aber das wissen wir natürlich, wenn der Film da anfängt. Und das haben sie natürlich bewusst so gemacht. Ja, wir haben halt die richtigen Typen gesucht. Begabte Leute gibt es leider Gottes nicht so viele. Ja? Also darum haben wir ja so viele Leute geschaut. Und das kristallisiert sich dann heraus. Also wenn jemand die Physiognomie halt mit der Rolle passt, dann geht es. Zum Beispiel der den Pfarrer gespielt hat, der Klausner, der ein wunderbarer Schauspieler ist. Aber ich hatte ursprünglich die Rolle für den Ulrich Mühe geschrieben. Ja?
Und das war in der Vorbereitungszeit, ist er gestorben. Mhm. Und das war natürlich für uns alle und aber auch für mich und für den Film erstmal eine Katastrophe. Ich habe gesagt, das kann ich nie wieder besetzen, weil ich habe ununterbrochen an den Uli gedacht, wie er das spielt. Ja? Und dann habe ich mal, ich weiß, alle Superstars Probeaufnahmen gemacht mit allen deutschen Schauspielern in der Liga. Und das hat alles nicht gepasst. Nicht, weil das schlechte Schauspieler sind, sondern weil sie nicht gepasst haben. Mhm. Ja? Und dann kam eben der Klausner und es hat sofort gepasst. Ne? Obwohl er es natürlich ganz anders spielt, als es der Uli Mühe gespielt hat. Hm. Damit muss man umgehen lernen, wenn man Filme macht. Da sind wir dann wieder, dass das Drehbuch nicht mehr das gleiche ist. Gibt's, da hinten ist die nächste Frage, vielleicht von der Seite das Mikrofon gerade. Ganz kurz. Also ich habe zwei Fragen. Was sind Qualitäten, die Schauspieler mitbringen sollten oder nach denen sie in Schauspielern suchen? Und in Liebe habe ich eine Frage zu Impulsen. Da gibt es die Szene, wo er das Kissen nimmt, aber der Impuls ist schon, irgendwie habe ich den Impuls schon viel früher gesehen und ich wusste aber, bis er es dann getan hat, wusste ich nicht, warum er das gemacht hat. Und kam das von dem Schauspieler, weil er mit dem Wissen gehandelt hat? Oder war das vorgegeben von Ihnen, dass Sie gesagt haben, Sie wollen immer wieder nach dem Kissen greifen, weil Sie schon wissen, dass Sie das tun werden? Oder? Nö, habe ich nicht. Ne. Kann ich mich jetzt auch nicht erinnern, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe den Film jetzt nicht gerade gesehen. Dass er das vorher schon mal versucht hat, kann die ganz simple Erklärung haben, dass er nicht mehr sicher war im Text. Es war, das ist, weil der Jean-Louis hat Schwierigkeiten, ab einem bestimmten Alter kriegt man halt Schwierigkeiten, ich sehe es an mir selber, Schwierigkeiten, sich zu erinnern. Ja? Und er hat große Angst vor diesem Riesenmonolog, das ist ja eine Riesennummer. Und er hat auch einen Ohrwurm gehabt, wo man ihm dann immer so angeschlagen hat, den Text. Es kann durchaus sein, dass er im Moment irgendwie eine Zeile verwechselt hat. Ich kann mich nicht erinnern, mir ist das nicht besonders aufgefallen. Aber wenn man wird es als Zuschauer sicher so lesen, wie sie es sagen, und dagegen ist auch nichts zu sagen. Ja? Was ich von Schauspielern erwarte, Mut. Mut, sich mit einer Sache auseinanderzusetzen, auch wenn sie nicht leicht ist. Also ich glaube, es ist nicht wichtig, also natürlich muss man was können. Wenn jemand nicht sprechen kann, hängt davon ab, was er für eine Rolle spielt. Also der Franz Rogowski ist ja ein Musterbeispiel. Der ist nun, hat ja durch diese Hasenscharte hat einen S-Fehler, einen starken. Ja? Mhm. Macht aber nichts. Weil er ist so authentisch und so in echt, Happy End. Ja. Dass sich die Frage gar nicht stellt. Ja. Kaum spielt aber ihn mit, wird er zum European Shooting Star auf der Berlinale gewählt. Ne? Naja, aber der hat schon vorher zwei Filme gemacht. Ja. Das ist einfach ein hochbegabter Mensch und der schaut unheimlich interessant aus. Und das war vorauszusehen, dass der eine Karriere machen wird. Ne? Das freut mich auch sehr für ihn. Also es kommen doch nochmal gute nach. Was gut? Ja, ich mache mir keine Sorgen um Schauspieler. Das ist nicht. Ich mache mir eher Sorgen um Autoren. Ne? Wir haben noch eine letzte Frage. Ja, ich wollte noch was sagen. Und zwar einer Ihrer Landsleute, Oskar Werner, der ja einer der größten war und der auch aus Hollywood weggegangen ist, von dem Brando sagt, er hätte sich 25 Mal seinen Tod angesehen im Narrenschiff, hat gesagt, also als Schauspieler im Film ist man gar nichts. Das ist eine Zufallskunst. Ist nur die Bühne. Und ich wollte mal wissen, Sie haben das vorhin auch gesagt, das Casting ist ganz wichtig. Ne? Bestimmte Leute, auch wie Fassbinder und so weiter, die haben eine Sache einmal gedreht, ne? Weil die haben einfach Besetzung, ist okay. Und deswegen, wie stehen Sie dazu? Ich meine, nehmen Sie mal Ilaia Kazan, Amerika, Amerika. Der nimmt nur den Hauptdarsteller, fragt, wie war das mit deinem Vater und deine Geschichte? Der weiß, das ist ähnlich wie bei ihm. Und dann nimmt er einen Laien und der spielt wunderbar diese Rolle. Und deswegen ist meine Frage, sind Sie auch der Meinung, dass, gibt ja tolle Schauspieler, sagt man so, ne? Aber dass einer im Film, dass es doch mehr sehr viel Zufallskunst ist? Würde ich nicht sagen, es gibt sehr viel Zufall im Film und im Fernsehen, aber das ist dann keine Kunst. Ich glaube,
Ich glaube, Zufallskunst ist ein Widerspruch in sich. Weil es muss ja zumindest eine, ein Schauspieler muss nicht unbedingt einen Überblick über den Film haben. Ja? Also Tarkowski hat ja nun, gibt es eine berühmte Geschichte, die Schauspielerin, die da im Spiegel spielt, war eine große Theaterschauspielerin, eine wunderbare übrigens, Theaterschauspielerin, und der hatte den Text nicht gegeben, die durfte das Drehbuch, der hatte immer den Schauspielern das Drehbuch nicht zu lesen gegeben, sondern nur am Tag vorher die Szene, den Text gegeben und so lernt den Text aus. Und dann haben sie gearbeitet an Ort und Stelle und dann kam das. Warum? Ich verstehe das gut. Also mit Kindern probiere ich. Ich probiere nie beim Film mit Schauspielern. Weil, außer ich traue dem nicht über den Weg. Ja? Da mache ich vorher ein Casting. Da sehe ich, ob der das kann oder nicht kann. Weil, wissen Sie, am Theater ist es so, man probiert. Und dann gibt es die Premiere und dann gibt es das Adrenalin durch das vorhandene Publikum. Ja? Dann kommt plötzlich eine Qualität dazu, die es sonst nicht gibt, die es vorher nicht gegeben hat. Beim Film ist es so, wenn man vorprobiert hat, sind die Schauspieler schon zu sicher. Mhm. Ja? Das heißt, die müssen auch einen Thrill kriegen, dass sie sich jetzt anstrengen. Ja? Und das ist jedenfalls meine Erfahrung. Also ich vermeide es zu probieren, aus dem Grund. Also ich probiere dann natürlich endlos irgendwelche Abläufe, weil man sagt, weil das ist ja alles präzisiert, da magst du das, jetzt machen wir das 10 Mal, aber bitte nicht spielen, nur machen, damit du das merkst. Ja? Aber nicht spielen darf man erst, wenn die Kamera läuft. Und meistens, oft mache ich auch so, dass ich es einfach noch einmal wiederholen lasse und sage, schalte die Kamera ein und wir machen das mit und sehr oft sind diese Sachen besser. Ja? Nimmt man auf den ersten Take dann? Ja, immer, entweder der erste oder der letzte. Ne? Naja, das hängt von der Kompliziertheit des Takes ab. Wenn Sie so einen Schnitt-Gegenschnitt-Geschichte haben, können Sie natürlich ein, zwei Takes machen und fertig. Wenn's, wie in Codan Connu, das ist ja das Ungewöhnliche an dem Film, den Sie heute sehen werden. Der ganze Film ist nur ausschließlich in Plansequenzen gedreht. Es gibt ein paar Sequenzen da drinnen, die geschnitten sind. Warum, werden Sie dann sehen, wenn Sie den Film gesehen haben. Aber da gibt es also eine Opening-Szene, die dauert 10 Minuten mit 200 Statisten und allen Schauspielern und Kamerafahrt von 240 Meter. Das kann man natürlich nicht mit dem ersten Schuss machen. Da musst du halt probieren. Und dann drehen und dann war es die 28. Ja? Also. Das hängt immer von der Sache ab, was man tut. Ne? Also Plansequenzen sind schön, auch für Schauspieler angenehm, weil sie die Gefühle entwickeln können und nicht so schnipselweise irgendwas machen müssen. Aber sie sind natürlich auch kompliziert, weil mehr schief gehen kann. Und wenn viele Leute dabei sein, kann viel mehr schief gehen. Braucht man einer in die Kamera schauen. Gut, heute ist das alles nicht mehr so krass, weil das kann man dann alles digital reduzieren. Aber das war damals noch nicht so, wie wir das gemacht haben. Sie können sich sicher sein, nichts geschieht zufällig, auch in dieser gesamten Carte Blanche nicht. Ich kann Ihnen diese Filme sehr ans Herz legen. Sie sind allesamt sehr, sehr selten nur zu sehen. Wir haben ganz tolle Kopien bekommen. Wir haben wunderbare Videobotschaften und es ist uns eine große, große Freude gewesen, dass Sie uns diesen Monat hier schenken. Einen großen Applaus, Michael Haneke. Vielen Dank. Vielen Dank. Warten Sie kurz, bleiben Sie noch kurz auf der Bühne. Genau, also es ist noch nicht das Ende. Also wenn Sie wollen, noch was Bleibendes mitnehmen wollen, neben den Erinnerungen. Es gibt zwei wunderbare Bücher, die wir auch gerade im Shop haben. Zum einen das Nahaufnahme Michael Haneke und Haneke über Haneke. Und er ist auch bereit, noch ein bisschen zu signieren. Dafür wäre hier die Gelegenheit. Und in einer Viertelstunde geht es im Kino weiter. Ich hoffe, Sie verstehen, dass wir ein kleines bisschen später sind, denn so eine Chance hatten wir selten. Danke für Ihr Kommen und noch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank.